Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 4. Ja. Wieder zurück bei, ich glaube, die Römer 2. Also Mission, die zweite Mission bei den Römern, genau so war das. Und ja, hier versuche ich gerade ein bisschen was nicht zurechtzufinden, weil es ein bisschen her war. Also was heißt ein bisschen her? Ein paar Tage ist es jetzt, wo ich angefangen hatte. Und wir vielleicht irgendwie schon vermutet, weil ich gerade so in der dritten Person rede, ist, ja, ich habe das schon aufgenommen und es hat's aufgenommen, es hat schon die Siedler aufgenommen, auch den Ton, Spiel und was weiß ich, nur ich wurde nicht aufgenommen, aber was ist da? Das sieht hier schäbig aus. Hey. Oh gut. Ja, und ich bin echt nicht gut, das ist das erste Mal, dass ich ein Spiel nachvertonen muss, leider. Was heißt leider eigentlich, Gott sei Dank. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen blöd daherrennen. Ich werde jetzt nicht so tun, als ob ich das jetzt selber spiele. Ich werde schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen so hin und her, je nachdem, wie es gerade ist. Also ich versuche es einfach mal. Seid mir da nicht böse. Es ist einfach was schiefgelaufen. OBS hat eine Einstellung geändert und dann hat er mein Mikrofon nicht mehr aufgenommen. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen drüber quatschen. Und hier haben wir, glaube ich, gerade ein bisschen geguckt, ob das Essen alles funktioniert. Bei Brot waren wir uns sicher, das liegt ja schon da. Mehl und Wasser ist da, Wasser ist genug da. Aber Fleisch war irgendwie nicht genug da. Warum? Ja gut, wir Schafe müssen wahrscheinlich auch erstmal groß werden, bevor die Schlacht werden. Männlein, das Haus ist, glaube ich, fertig gewesen. Die Schmelze wird gebaut. Die ist auch jetzt bitter notwendig, weil ist das schon wieder so grafikschäbig. Aber gut, das... jetzt ist wieder okay. Ja gut, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Kohle und Eisen haben wir ja genug. Dann bin ich bald froh, wenn wir Barren haben. Da könnte man eigentlich... Da ist so viel Stein. Und ich gehe mal davon aus, dass die Steinmetze einfach bald echt keinen Stein mehr haben. Ja, da werden wir dann Stein hinbauen, denke ich. Genau, aber Stein braucht ja da genau, da gucke ich glaube ich gerade die Metzgerei für Eisen und Schwefelminen, Bäckerei, die Fischershütte für Goldminen. Benötigt eine Angel, was war denn? Bäckerei? Na, Arbeit und Kohle und Steinminen, ah ja, Bäckerei, also Steinminen brauchen auch Brot. Brot haben wir eigentlich genügend, dann können wir da jetzt eine Steinmine hinklatschen, weil lieber zu viel Stein als zu wenig, bevor wir irgendwann mal später keinen Stein mehr haben. Wir haben Eisen? Oh. Ah, okay, das Land haben wir noch nicht. So, wie schaut's aus? Die Schmelze ist bereit und jetzt irgendwie wird natürlich alles geschmolzen jetzt. Das ist natürlich super dupi. Jetzt könnte man eigentlich mal Werkzeug oder Waffe. Werkzeug haben wir eigentlich genug. Hämmer haben wir da, Äxte haben wir da, Säge haben wir da. Dann bauen wir doch lieber eigentlich mal eine Waffenschmiede. Wäre mir irgendwie lieber. Das ist die Werkzeugschmiede. Geh da weg! Aus! Concord. Ich will eine Waffenschmiede sehen. Ah ja, okay. Dann bauen wir halt erstmal ein Lager, wo jetzt erstmal die Eisenbarren gelagert werden können. Alles muss seine Ordnung haben, damit nichts rumliegt. Dann sollen die das erstmal bauen. Was ist mit meiner Steinmine? Da machen wir mal höchste Priorität, damit uns das Stein nicht ausgeht. Der hat zwar noch ein bisschen Stein, der hier... Was ist das jetzt wieder? Aber der da oben, der hat bald echt nichts mehr. So, wie schaut es mit dem Fleisch aus? Ja, doch, die produzieren Fleisch. Da wird schon einmal Fleisch rumgetragen. Und... Eisen, da oben ist echt viel Eisen. Die sollen da mal... Aber ich brauche eigentlich mehr Gold. Aber Gold und so, die brauchen ja dann irgendwann einen Fisch. Also eigentlich könnte ich mich darum schon mal kümmern. So einer, die Pioniere. Ich muss eigentlich den Strand. Ich brauche den blöden Strand, weil ich mag da eine Fischershütte machen. Probieren wir es mal da hin. So, wie schaut es mit dem Lager aus? So ein bisschen, wenn ich ranzoome, da ist irgendwie immer ein bisschen... Ein paar Grafikfehler hier. Das sehe ich schon. Zoom zurück. Das sieht ja furchtbar aus. Die Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Oh, das ist echt schöne Eisen, ne? Wäre cool, wenn es uns gehören würde. So, aber die Pioniere sollen dann mal den Strand fertig machen. Dass der Strand uns gehört.
Die Steinmine ist eigentlich fertig. Der Pionier soll... Ach, das ist der Geologe. Der Pionier... Hä, was mache ich da? Bin ich bescheuert? Ah ja, das ist der Pionier und der soll da jetzt den Strand fertig machen. Zum 100. Mal. Das Lager ist fertig. Da tun wir erstmal die Eisenbahnen drauf, damit das alles geordnet ist. Und dann brauchen wir eigentlich jetzt mal die blöde Waffenschmiede, wenn der jetzt mal eine Waffe bauen darf. Wenn dieser Concord jetzt mal endlich eine... Was macht der da? Das verstehe ich nicht. Tu halt irgendwas. Grafik? Hallo, Grafik? Was soll das? Verdammt, ey, nicht, dass das irgendwie an meinem Player liegt hier. So. Was mache ich da jetzt? Eigentlich brauche ich jetzt mal die Waffenschmiede, ha? Ja, sieht gut aus, dass ich jetzt eine Waffenschmiede... Nimm halt die Waffenschmiede, nicht die blöde Werkzeugschmiede. Verdammte Axt. So lange rumentscheiden müssen. Das ist ja furchtbar. So. Bau die jetzt hin. Eher da oben. Da oben ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil da kann ich unten noch ein paar Lager vielleicht hinklatschen, falls ich mir was brauche. Und haben wir da jetzt immer noch nicht. Der soll da jetzt endlich mal dieses Eisen freischaufeln, damit ich da noch eine Eisenmine hinklatschen kann. Damit wir richtig viel Eisen haben. Weil wir finden einfach kein Gold, also... Gold haben wir echt Pech irgendwie. Dann muss man mit Eisen arbeiten. Der Turm wird auch... Also ich baue eigentlich nur noch große Türme. Und da haben wir wieder den schönen Grafikfehler. Der nervt mich ein bisschen, aber gut. Ich kann da auch nichts ändern jetzt. Oh, Alter, wie viel Kohle. Lecco mio, ey. Ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so vage. Hä? Ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber die sollen da oben oder sollen irgendwo. Ja, eigentlich ist gut, weil die Kohle könnten wir auch mal gebrauchen. Aber eigentlich da oben, ich brauche Gold und ich glaube, dieses Gold wird eher bei diesem Berg sein. Anstatt. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Stein hatte ja genug. Dann tue ich einen da mal hoch, damit das ein bisschen schneller geht da oben. Und den anderen tue ich auch lieber hoch. Aha, okay. Und der soll da bleiben, wo er ist. Und der soll da hinten suchen. Da vorne hast du doch schon. Vielleicht noch mehr Geologen? Weil ich brauche Gold. Das muss schneller gehen. Das muss einfach schneller gehen. So. Das ist Arnett und dann... Was macht der Geologe da? Da ist noch mehr Kohle. Ach, da haben wir Soldaten noch. Ja, die stehen ja ganz gut, denke ich. Jetzt hat... Hä, der hat doch Stein. Ach, wir haben jetzt erst das freigeschalten, ne? Der... Hier. Da musst du suchen. Genau da. Da findest du Stein und alles ist super. Den Strand haben wir auch bald. Können wir da jetzt eigentlich schon eine Fischerhütte hinbauen? Fischerhütte, wo ist das denn? Die da. Ja, perfekt. Da klatschen wir eine Fischerhütte hin. Perfekt, dann haben wir Stein. Noch mehr Stein. Nee, Stein brauche ich nicht mehr. Aber da haben wir schon mal Fisch für die Goldmine, für die zukünftige, wenn wir da mal endlich mal Gold finden würden. So ein Riesenberg, aber kein Gold. Und Eisen haben wir ordentlich. Stein, das, also Stein ist wichtig, Steinholz. Da tun wir dann Eisen und Gold lagern. Und die Waffenschmiede ist fertig. Geil. Erstmal ganz viele Waffen. Weil wir brauchen jetzt echt nur Soldaten. Es hilft alles nichts. Hm, 30, ja, 30 reichen ja. Ich mache genauso viele Bögen vielleicht. Na? 25 erreichen ja. Ja, nee. Oh, das brauchen wir Gold zu. Nee, machen wir noch ein paar Bögen. Komm, hau drauf. Genau, perfekt. Machen wir wieder 30, damit es einheitlich ausschaut. Supi. Der produzieren schön. Da brauchen wir eigentlich nur noch eine Kaserne fast, damit wir Soldaten herstellen können. Na? Turm. Großer Turm. Ja, nimm die Kaserne. Nimm die Kaserne. So, was mache ich denn da?
Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was ich jetzt mache. Eisen. Hammer. Wir brauchen, glaube ich, ja, fast mehr Träger, weil irgendwie der kriegt kein Fleisch, der Typ. Haben wir einfach mal. Hä? Fehlt Werkzeug? Fehlt was? Ne. Wieso? Hämmer haben wir genug da liegen. Was soll denn das? Was labert der für Kacke? Kein Werkzeug verfügbar. Hämmerhammer, Äxtehammer, Sensehammer, Sägenhammer. Ach, da ist alles. Aber ich dachte, das irgendwie trotzdem irgendwie gerne alles irgendwie ordentlich lagern. Und mir überlegen, ob ich vielleicht noch ein Lager irgendwie baue für alles andere. Dass alles an einem Platz liegt. Wie schaut's aus? Hatte immer noch kein Gold gefunden, nicht? Das ist echt. Vielleicht tun wir da eine zweite Eisenmine hinklatschen, damit uns das nicht ausgeht. Und eine zweite Kohle wäre auch. Boah, da ist auch nochmal so viel Kohle. Aber da wäre es direkt nebeneinander gewesen, ne? Eisen und Kohle, das wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir Waffen. Jetzt bau die Kaserne, aber wo? Wenn ich die da hin... ja, doch. Ja, ein bisschen weiter links. Ja, da ist eigentlich ganz gut, da bauen wir es hin. Ah, ich hoffe, dass die Männlein dann ausreichen. Ich meine, jetzt stehen relativ viele rum. Aber wenn wir dann Soldaten herstellen... Alter, da ist auch noch so wie Eisen, ey. Und wenn wir dann Soldaten herstellen wollen, dann brauchen wir fast ein zweites Haus. Der fischt bitte da. Weil der Strand gehört uns jetzt und das ist supi. Der soll da mal die restlichen Steinchen weghauen, der Steinmehl. Dann können wir den auch wegreißen. Und die sind fleißig am... Gebiet erweitern. Aber eine zweite Eisenmine, wie schon gesagt, wäre immer gut. Machen wir jetzt auch. Nur weil wir es können. Kohle, Eisen, Eisen, Kohle, vielleicht mal Stein, vielleicht mal Schwefel, aber kein verschissenes Gold. Was treibt der eigentlich? Wieso dauert es so lang, Fleisch herzustellen? Das nervt mich ein bisschen. Sollten hier vielleicht irgendwie einen zweiten Metzger oder sowas hinklatschen, aber da bräuchte man das Gebiet oder mehr Platz. So. Was habe ich denn da gezeigt? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ach so, weil ich kein Eisenerz mehr dort am Lager stehen habe. Aber das lagern sie alle direkt bei der Schmelze. Weil eigentlich Eisen so schlecht hinterherkommt. Vielleicht eine Jagdhütte wäre nicht schlecht. Damit der Metzger ein bisschen ausgelastet wird. Aber wo? Stimmt, irgendwo im Wald, wo viele Tiere sind. Da oben wäre das eigentlich ganz nur Ruhe. Hier ist ein bisschen Wald und ein paar Tiere. Aber der muss auch ein Forster in der Nähe sein, damit die Tiere auch bleiben. Aber schön ein bisschen abseits vom Schuss. Genau, da hat er viel Platz, viel Wild, was er jagen kann. Ich meine, warum ist da eigentlich so ein... Der Steinmetz soll da oben... Macht der nichts mehr? Doch, der haut da hinten. Alles gut. Der Forst, das Forsthaus. Was macht der? Das ist eigentlich ganz genehm. Geh weg. Was ist denn jetzt? Hau ab. Was? Oh Mann. Und das ist Holzfäller. Wo guckt... Der hakt irgendwie nirgendwo. Der Wald ist eher links. Da muss der... Ja, was ist denn? Wieso? Da, Mensch. So, Forsthaus. Wo? Nee. Das geht nicht. Du sollst ein bisschen weiter höher. Genau. Da haben wir so viel Platz, aber tu deinen Wald dort eher hinpflanzen. Dann hat der Jäger auch ein bisschen mehr Wald und vielleicht sind da mehr Tiere da. Der Turm ist auch fertig und die Kaserne auch. Meine ich ja, die Kaserne. Ja, jetzt haben wir da hoffentlich Waffen liegen und dann können wir eigentlich langsam mal, die brauchen schon Gold, leider. Und Gold haben wir nicht, deswegen werden wir ganz viele Schwertkämpfer Stufe 1 herstellen, damit wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen können. So, aber da brauchen wir unbedingt mehr Leute. Es hilft alles nichts, weil wenn wir jetzt Soldaten herstellen, dauert das einfach ewig. Da klatschen wir dann noch ein Haus hin. Bäm, haben wir gemacht. Und das soll jetzt gebaut werden. Und haben noch Soldaten, die können wir eigentlich hochschicken. Wenn wir jetzt schon eine Sammelstelle haben, bringen wir da auch hoch. Geht's hoch, perfekt. Und die Sammelstelle machen wir auch ein bisschen weiter weg, weil... Steinmine, ja, das haben wir schon.
Warum sucht er eigentlich die ganze Zeit an derselben Stelle? Ist mir gar nicht aufgefallen. Mensch, Concorde, da musst du auch ein bisschen drauf achten. Ist da irgendwas? Geologen, haben wir noch zwei. Die sollen da mal mithelfen, weil... einer soll dahin und ja, den anderen schicke ich dann woanders hin, wenn die da angekommen sind. Was, da fehlt ein Bogen? Stimmt doch gar nicht. Ich stelle doch aufweise Bögen her für die scheiß Kaserne. Die brauchen doch genau die gleichen Bögen, oder sind das andere Bögen? Hä? Da Bögen. Ganz normale. Mit diesem Schalter wählen sie einen Bogen aus. Das gibt's doch nicht. Wieso braucht der einen Bogen? Ich brauche doch jetzt keine scheiß Werkzeug. Werkzeugschmiede brauche ich nicht. Da. So, jetzt müssen wir erstmal den Standort. Genau, da. Perfekt. Hätten wir auch schon fast erledigt. Und? Ist da jetzt ein blöder Jäger drin oder nicht? Ah ne, da kommt einer. Perfekt. Wonderful. So. So viel Eisen, ja. Leck mich am Sack. Holy moly. Na gut. Aber Eisen haben wir eigentlich erstmal genug. Da Eisenbahn ohne Ende. Mir wäre Gold wichtig. Das haufenweise Kohle, Schwefel, Eisen, Kohle. Was habe ich denn jetzt vor? Ja, das könnten wir uns eigentlich holen. Eine zweite Kohle wäre gar nicht schlecht. Denke ich. Da ist noch mehr Kohle. Genau, den zweiten Geologen schicken wir dahin. Hey, warum hat der jetzt das Schild nicht mehr hingemacht? Ah, Arsch. So, den zweiten Geologen schicken wir da in die Mitte und dann guckt einer rechts, einer links und einer in der Mitte. Perfekt. Perfekto. Mein Land wird auch erweitert bei diesem Berg. Die Soldaten können wir dann auch noch zum Sammelpunkt stellen. Weil in der Menge sind sie stark. Ja, das produziert noch, läuft eigentlich alles ganz gut. Das Haus wird auch gebaut. Da können wir noch mehr Soldaten herstellen. Jo, läuft. Bin eigentlich ganz zufrieden. Uns gehen keine Baumaterialien aus, also nicht so schnell. Können wir vielleicht noch 15 Träger reichen eigentlich. Vielleicht doch mehr. Also ich hätte vielleicht jetzt doch mehr gemacht. Da wäre natürlich nice, vielleicht so eine zweite Produktion. Nochmal Eisenkohle, vielleicht doch nochmal eine ganz eigene Produktion, falls die andere angegriffen wird, damit wir trotzdem noch ein paar herstellen können. Das wäre nicht schlecht. Aber es muss erstmal eine Laffe. Also so ist ja nicht. Nur Fleisch, da hapert es ein bisschen. Da würde ich gern irgendwie mehr produzieren, weil die Jäger wird es jetzt auch nicht so rausreißen, das dauert ja. Weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt außerhalb des Gebietes jagen geht. Ja, nicht. Aber dann sollen die zwei da unten mal da mal helfen, weil dann könnte ich vielleicht mal dort irgendwie was bauen, nochmal irgendwie einen Metzger bzw. Schafzucht. Bräuchten eigentlich irgendeine Sammelstelle. Gut, eigentlich wollte ich eine Sammelstelle, glaube ich, für die Waffen mal. Die Waffen gehen eigentlich alle eh direkt an die Kaserne. Der bekommt gar nichts. Der hat kein Fleisch. Das nervt. Brot haben wir zu genügende da eigentlich mit einer Produktionskette. Aber vielleicht brauchen wir mehr Träger jetzt doch, weil da kommt eher immer Fleisch an. Aber die sind ein bisschen überlastet. Dum, da, da, dum, dum, da, da. Ich liebe diese Musik. Ich hoffe echt, da muss ich jetzt ehrlich auch sagen, ich hoffe wirklich, dass in dem neuen Siedler, das demnächst bald rauskommen soll, nächstes Jahr halt, dass da auch diese chillige Nostalgie-Musik dann dabei ist. Wenigstens zum Auswählen oder so. Boah, das wäre so herrlich. Ich freue mich auf das Siedler so. Mir macht ja der Siedler schon so Spaß, aber ich muss ehrlich sagen, das ist schwer. Also bei diesem Siedler, da werdet ihr auch mitbekommen, wenn ich das weiterhin aufnehme. Also momentan hatte ich eine lange Pause, leider. Aber da werdet ihr vielleicht dann mitbekommen, dass man doch öfter mal verliert, weil das ist irgendwie, du musst schnell bauen und hast so eine gewisse Taktik. Jetzt fällt mir gerade ein, wenn ich die nächste Folge aufnehme, sollte ich unbedingt mal einen eigenen Speicherplatz machen.
neuen Speicherplatz, falls die mal angreifen, dass ich mich da irgendwie doch umstellen kann. Weil, wenn die da einmal angreifen, dann ist vorbei. Also, dann musst echt du zuerst angreifen fast, weil meistens kannst du das nicht verteidigen, was die da angreifen. Und wenn sie einmal angreifen, bist du so geschwächt, dann greifen sie sofort mit der nächsten Welle an, du hast da keine Chance. So, was mache ich da eigentlich im Hintergrund? Ich habe irgendwie... Ach, da habe ich einen Turm hingebaut. Das ist ja schon ewig eigentlich, weil ich einen Turm hingebaut habe. Der geht einmal rum. Das ist leider kein Gold, das ist nur Schwefel. Ich hoffe, dass da irgendwo Gold ist, weil wir brauchen eigentlich unbedingt Gold. Weil diese ganzen einzelnen Kämpfer da, Stufe 1, die sind echt scheiße eigentlich. Die sind gut zum Turm einnehmen und so, aber nichts. Und da ist nirgendwo Gold, das kann ja nicht sein. Das gibt's ja nicht. Nirgendwo. Vielleicht noch eine Steinbiene dann, aber noch mehr Eisen, ich weiß nicht. Wenn ich echt kein Gold finde, muss ich echt komplett auf Eisen gehen. Da muss ich so viele kleine Soldaten herstellen, dass die ausreichen müssen. Auch gegen Starke, da muss ich halt 5-mal mehr Soldaten haben wie der Gegner. Das nervt mich richtig, dieses blöde Gold. Die haben noch, aber da klatschen wir gleich noch mehr rein, weil wir haben so viel Eisen da. Eisen, Kohle, 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 Eisen, wieder Kohle. Einmal, wir sind bald um den Berg rum. Da immer noch kein Gold, Dammer. Mann. Ah ja, jetzt haben sie unten, ist der Turm fertig. Da könnten wir jetzt eigentlich mal... Was scherzt da aus, warte? Da würde ich eigentlich auch gerne einen Turm hinmachen, damit wir dann hier den ganzen Bauplatz haben. Vielleicht für Essen, aber jetzt machen wir hier erstmal noch eine Kohle hin, weil... Da ist am besten, denke ich. Dann haben wir noch mehr Kohle, weil Kohle... Es wird schon weniger, also man merkt, es ist zwar da, aber es wird weniger. Wenn ich dann noch Gold schmelze, dann wird es kritisch, wenn ich mal Gold finden sollte. Wenn ich das Glück habe, oder eine zweite Eisenschmelze hinklatsch, weiß ich noch nicht. Diese Munitionsmanufaktur oder die Fahrzeugmanufaktur, ich habe die noch nie verwendet. Was es da alles gibt, das sieht man erst jetzt so. Aussichtszum finde ich sowieso, aber Munitionsmanufaktur, genauso wie die Fahrzeug. Ich habe das in dem Spiel echt noch nie verwendet. Ich müsste mich da erstmal mehr auseinandersetzen, wie die Kette da eigentlich ist. Oder was man da braucht. Ich habe keinen blassen Dunst. Was gibt es denn da noch alles? Marktplatz? Ich habe auch in dem Spiel noch nie gehandelt oder so. Eselszucht. Für Transportmittel aller Waren. Ja, aber handeln, wie funktioniert das? Das sind ja immer meine Feinde da, oder kann ich da auch Frieden stiften da? Also ich habe zwar immer Siedler gern gespielt, aber das waren immer nur so kurze Matches und nie so weit und nie so intensiv, dass ich eigentlich eine Werft. Was ist das? Ha. Huh. Zierelemente, alles klar, so weit kommt's mal. Und kleiner Tempel, ein kleiner Kette, alkoholische Getränke, Opfern, erhalten sie Mana. Ja, vielleicht irgendwie Alkohol? Wie stelle ich denn Alkohol? Wie stelle ich denn Alkohol her? Großer Tempel, was, das hätte ich jetzt auch noch gern. Aber Alkohol, Weingut. Braucht einen Hang, ideal, weil es an der Sonnenseite. Wo ist hier ein Hang? Ist das ein Berg oder... Sonnenseite. Woher weiß ich, wo die Sonne ist? Hier oben ist schon hell. Hang, weiß ich nicht, hügelig scheint's. Wirkt zumindest so, ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß was, das probiere ich einfach aus. Wir haben's ja. Bäm. Hinklatschen. Perfekt. So, machen wir das. Was? Keine Steine mehr? Alles klar. Steine sind alle weg. Dann habe die Ehre. War schön mit dir. Tschüss. Ja. Perfekt. Haben wieder ein bisschen Platz. Fisch ist auch noch da. Der hat, glaube ich, noch genug. Was? Ne. Da ist Gold. Okay, ich habe es ehrlich gesagt jetzt schon gewusst, aber ich habe mich, als es war... Digga, ich habe mich so aufgeregt. Du suchst den ganzen scheiß Berg ab. Und dann ist da Gold. Da. Sofort hinklatschen. Sofort. Aber das gibt's doch nicht. Ich hab doch... Was? Direkt am Anfang? Und da, ich hab's vorher... Oder ich weiß nicht, ob ich es in der ersten Folge gefunden habe. Und das Schild ist dann einfach weggegangen. Aber wir haben Gold. Das ist das Allerwichtigste. Voll geil. Hammer, wir haben Gold. Gold, Gold, Gold.
Haben wir jetzt eigentlich mal Werkzeug? Nee. Eigentlich würde ich gern. Weil Spitzhacken. Wo sind die Spitzhacken? Wir haben keinen Spitzhacken mehr, oder? Ich glaube, ich muss mal, weil damit ich das mal wirklich sehe, muss ich noch ein drittes Lager bauen. Wo ich echt alle Werkzeuge auf einen Fleck sehe, weil. Ich weiß einfach nicht mehr, was wir haben und was nicht. Ob ich doch vielleicht meine Werkzeugschmiede bauen muss, weiß ich nicht. Aber wo baue ich das jetzt hin? Ich muss das sehen, also ich darf kein Gebäude davor haben, weil wir die Kamera bei dem Spiel nicht drehen können. Huch, was war das? Ja. Hammer Gold. Aber noch mehr Gold wäre schon geil. Also diese war schon wenig Gold. Und was ist das? Da ist der Gegner? Unten? Unten? Der soll mal da weggehen. Nicht, dass der ins gegnerische Gebiet kommt. Und wieder angegriffen werden. Ich dachte eher, der ist da oben. Also der ist über uns. Doch nicht unter uns. Wie doof ist das denn? Aber was? Scheiß drauf, der soll weitersuchen. Obwohl. Nee, doch lieber nicht. Ich konnte mich da nicht so ganz entscheiden. Weil wenn der einmal in das gegnerische Gebiet kommt, dann glaube ich, ist das sowas wie. Dann löst du so gesagt den Krieg aus. Dann greift er mich relativ schnell an. Da sind wir schon einmal um den Berg rum. Da wäre schon schön der Berg, aber das ist ja ein Berg. Ich muss da erstmal checken. Naja. Jetzt ist Eisen da, jetzt kommt Eisen nach, aber die Kohle fehlt, sehe ich gerade. Fisch wird hergestellt. Oh, was ist das? Scroll irgendwie weiter. Ach, Gott sei Dank. So. Stein haben wir immer da. Also der Stein ist die ganze Zeit voll. Gefällt mir sehr gut. Was ist jetzt eigentlich mal mit dem Lager? Habe ich nicht ein Lager gebaut? Ach, da. Was habe ich denn da vor? Kling, 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 kling macht sie ganz. Oh, da ist jetzt ein bisschen. Da könnte ich jetzt einen Turm hinklatschen. Wieso passt das denn nicht rein? So eine Scheiße, ich mag, dass es da reinpasst, damit wir mehr von dem haben. Machen wir die Lobby da ein bisschen. Damit der Turm da reinpasst. Können wir noch ein paar Soldaten herstellen eigentlich. 58 Leute, die nichts zu tun haben. Aber die kommen ja noch. Sind hier noch in Entwicklung oder in Ausbildung? Wie schaut's aus? Wein. Tu mal nicht im Wald, das ist ein bisschen suboptimal. Wald, ja, aber da ist so, ja. Das ist aber auch blöd wegen. Ja, gut, jetzt geht er eh schon hoch. Weil außerhalb des Bereichs, Siedlungsbereich, ist auch scheiße. Aber na gut. Dann haben wir Wein. Was? Lol. So viel Gold. Gold, Gold, Gold. Ich muss dahin. Ich muss dahin. Unbedingt. Alle Pioniere sofort dahin. Ich muss dahinter. Unbedingt. Alter, da baue ich 2 oder 3 Goldminen hin. Die haben da Platz. Oh, ist das viel Gold. Aber da ist der Gegner auch gleich. Aha. Kamera hin. Mal gucken. Immer im Auge behalten. Aber es ist schon weiter Weg dann. Die laufen dann so weit. Oh, Lager ist fertig. Da hauen wir mal alle Werkzeuge rein, damit wir da mal eine Übersicht haben, was uns da fehlt und was uns nicht fehlt. Träger geht los. Oha, wir haben mehr Gold. Was ist eigentlich jetzt mit dem Gold? Produziert ihr jetzt mal? Die Pioniere sind fleißig am werkeln. Eigentlich bräuchte ich da noch mehr Pioniere. Alles in Richtung Gold. Turm kann ich da auch nicht. Hä, warum kann ich da keinen Turm hinbauen? An der ganzen Stelle nicht, hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? So ein Chaos. Und alles klar, jetzt war es ganz vorbei. Ui, ich könnte da hinten. Kann ich da hinten jetzt eigentlich mal einen Turm hinbauen, oder? Kann ich, da würde ich gerne jetzt. Kann man das ausschalten? Nee, eher nicht. Immer noch nicht. Ist es blöd.
Das ist aber auch so eine blöde Stelle, aber... Es ist doch scheiße, ja. Die soll noch ein bisschen werkeln. Vielleicht kriege ich den Turm ja doch später rein. Also, was haben wir denn da? Da haben wir doch aufmäßig Spitzhacken. Also für die Minenhämmer haben wir genug, Äxte haben wir genug, Sense, Angel, Sägen, Spitzhacken ist alles da. Also, ja, da brauchen wir uns, glaube ich, erstmal keine Gedanken machen wegen Werkzeugschmiede. Alter, ist da viel Gold. Holy shit. Und ich suche Gold wie blöd. Ich suche den ganzen Berg ab. Ey, ihr müsst da hinten helfen. Es ist fast wichtiger. Das ist das Wichtigste. Die fangen von hinten an und dann so gegenseitig. Also sie treffen sich. Gold ist auch da. Dort muss ich noch einstellen, dass die da Gold lagern dürfen. Und am besten brauche ich dann gleich eine Goldschmelze. Oh Gott, es geht gerade zu viel. Goldschmelze direkt. Ah ja, eher da oben. Damit ich da noch vielleicht ein paar Lager hinklatschen kann. Oder noch eher unten. Damit das gleich hat. Nee, ich glaube... Ja, da oben ist ganz gut, damit ich es gleich habe. Werkzeugschmiede brauche ich noch nicht. Und da kommen sie mit dem Gold dahergelaufen. Geil. Geil, 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 geil. Wir haben eh schon 31 Minuten, dann wird die Folge bald vorbei sein. Lass mich noch schnell hier alles abchecken, dass alles läuft. Pipapipapapapo. So, ich hoffe, ich habe das mit dem... ich lasse mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Das sehe ich jetzt noch, was ich da mache. Das tue ich jetzt mehr nachsynchronisieren. Goldschmelze läuft, das ist wichtige Priorität. Und ich hoffe, ich habe es relativ gut hinbekommen mit dem Nachsprechen. Ihr seid mir da hoffentlich nicht böse. Die nächste Folge wird natürlich wieder live dabei sein. Da bin ich dann nicht mehr so, dass ich ein bisschen weiß, was passiert. Ich habe es eh versucht, ein bisschen so zu machen, damit ich nicht spoiler und so tue. Es wäre ich noch ein bisschen überrascht. Ich hoffe, das war okay. Soldaten haben auch eine Menge, da können wir noch mehr herstellen, aber ich würde fast dann lieber noch Soldaten herstellen mit Stufe 2. Ja, trotzdem, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Folge beendet, deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dort könnte ich dann noch eine Kohlemine hinbauen und ja, Gott sei Dank habe ich das jetzt hinter mir. Ich hatte da ehrlich gesagt ein bisschen Bangel vor mit dem Nachsprechen, weil ich, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht gehabt. Was ich noch gern machen würde, ich glaube, das habe ich noch in Erinnerung, dass ich jetzt alle Türme füllen werde mit Soldaten. Genau. Das werde ich noch machen und dann ist eh schon Feierabend. Genau, das ist mir fast wichtig, dass ich diesmal auch eine sehr gute Verteidigung habe, falls angreifen, damit die es nicht so leicht haben, die Türme einzunehmen. Und Wein wird auch angebaut. Haben wir sogar schon viermal Wein. Dann könnte man da mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie hier Mana beschwören können oder was auch immer. Ich weiß es gerade gar nicht. Da muss ich mich mal erkundigen, wie das funktioniert. Beziehungsweise einfach mal ausprobieren. Ist ja dann nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Da bauen wir noch ein Lager hin. Sag mal, wann habe ich die Folge denn beendet? Bin ich total bescheuert. Das muss doch jetzt nochmal sein. Habe ich schon 33 Minuten? Habe ich so eine Überlänge gehabt? Ich weiß es gar nicht. Aber da baue ich halt noch ein Lager hin. Warum auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube... Ach, Essen. Essen wollte ich da, glaube ich, sammeln. Damit es auch in der Mitte ist. Ach, ich glaube, ich habe auf P gedrückt. Und damit ist die Folge beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.